Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Vielleicht seht ihr schon, vor uns steht ein riesiger Dock und zwar mit einem Carrier im Bau befindlich. Der sieht auch schon ein bisschen weißlich aus, aber das können auch bloß die Scheinwerfer sein, die da drauf strahlen. Meiner ist es jedenfalls noch nicht, denn den kaufen wir gleich zusammen. Ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen, entweder durch den Kommentar, den ich nochmal im Video abgesetzt hatte im Forum, sämtliche Discords im englischen Forum oder einfach weil in Taigeta nichts mehr geht an Missionen. Die haben sie wieder, naja, gefixt. Und die bringen jetzt maximal so 1 Million, 2 Millionen oder so. Wenn man Glück hat, 3, glaube ich, war das Höchste, was ich nochmal irgendwie gesehen hatte. Aber das ist vorbei dort. Der Boom ist erledigt. Ich habe jetzt 6,7 Milliarden gesammelt. Das reicht auf jeden Fall für einen Carrier. Und ich habe auch überlegt, was wir alles dazu bauen. Ob ich alles dazu kaufe oder nicht. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber, aber ich denke, ich werde das meiste schon dazu kaufen. Man kann das ja dann auch erstmal deaktivieren, wenn es gekauft ist. Naja, schauen wir uns dann gleich mal gemeinsam an. Jedenfalls, ja, das ist hier jetzt, das habt ihr mir auch geschrieben, das Ballante-System, das hatte ich mir aber selber vorher auch schon rausgesucht. Vielen Dank für die Info, dass man dann bei ddb.io auch nach Carrier natürlich suchen kann, beziehungsweise nach den System, in dem man einen Carrier kaufen kann. Das war mir bis dahin einfach nicht bewusst. Ich habe da selten nach solchen Dingen mal irgendwie geschaut. Genau. Hier am Ballante-System, Laplace-Ring, da gibt es den ein bisschen weiter weg, 16.000 Lichtsekunden. Und da hinten haben wir dann auch den großen Raumhafen. Und hier vorne haben wir dann einen Carrier, der hier angedockt steht. Und so einen ähnlichen, ja, oder den werden wir uns dann gleich besorgen. Ich würde nur noch mal kurz so ein paar Namen vorlesen, die ihr mir genannt habt, weil ich ja gefragt habe nach einem schönen Namen für den Carrier und da waren ein paar wirklich gute dabei, natürlich auch viele Wortwitze wieder mal und auch einige andere, die ich so noch nicht gehört hatte und ich habe mich auch schon zu 99,9% entschieden, wenn sich es jetzt nicht nochmal ändert, wenn ich die nochmal vorlese. Ich lese sie jetzt einfach mal vor, da waren ein paar wirklich gute dabei. Da fing es an mit Fette Flunder, Krusty Star, vielleicht oder wahrscheinlich eine Anlehnung an die Rusty Star von der EOT. Dann Regulator, ich habe ja schon ein Schiff, was so heißt, von daher fällt er schon mal raus. Saratoga, das ist wohl aus einer Serie, die nennt sich Space 2063. Da hatte ich mal geschaut, das war wohl, ich habe das noch nie vorher gehört, klang aber sehr interessant und zwar eine Serie irgendwie aus den 90ern. Da muss ich nochmal schauen, wo man das zu streamen findet, weil bei Netflix oder so gab es das meiner Meinung nach nicht. Aber das klang sehr interessant. Vielen Dank für den Tipp schon mal nebenbei mit. Dann hatten wir noch die Unsinkbar 2, die Alp-Kropolis, Alp-Polo oder Alp-Polo, in dem Fall egal. Oder sein persönlicher Favorit, die Konnewitz. Das werde ich aber nicht machen. Kann ich ihn ja gleich Eisenbahnstraße nennen. Naja, Moonlight Shadow hätten wir noch. Nibiru, Zenith. Dann noch so ein paar, ja, etwas andere, weithergegriffenere. Sowas wie Nerim oder Antonia oder Usain Bolt. Das wird es auch nicht. Albtraum kam auch ein paar Mal vor. Sternenflug, Big Bertha, Rosinante, Big Investment, dann hier irgendwas Spanisches, El Non Caputo, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Javen oder Javen wurde vorgeschlagen. Dann, was ich auch gut fand, der Düppler, das ist eine super Idee, aber ich glaube, so nenne ich ein anderes Schiff von mir, der Düppler. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Naja, Tiger Claw, Mandalorian, Alpen Max, haha, vielen Dank, LE Morgenstern, keine Panik, Sternstampfer, ALP Alpha, AFC Günther, warum auch immer Günther, wobei da in dem Fall bei AFC das wohl für ALPs First Carrier steht. Alpina Weiß würde ja auch passen wegen der Lackierung, die wir dem Schiff oder dem Carrier dann überstreichen. Auch jetzt auch ein richtig guter Name, Miss Universe. Da war ich echt am Hadern, ob ich das nehme. Das ist mittlerweile schon echt ein kleiner Klassiker. Naja, Caligula haben wir noch. Spaceballs, auch nicht schlecht. Prometheus, finde ich auch super. Ein richtig guter Name. Aber es wird ein anderer. Aber der ist auch, der steht ganz weit oben mit auf der Liste. Dann noch die Arche.
dann auch nochmal eine Abkürzung, auch nochmal ALF in dem Fall, Astronomic Lightspeed Facility, auch nicht verkehrt. Voyager, ja, auch nicht verkehrt. Nimitz, das ist irgendein Flugzeugträger, keine Ahnung, da habe ich keinen großen Bezug zu. Dann auch ganz gut Tante Emma. Dann hatten wir nochmal ein paar gleiche, da hatten wir noch Phoenix oder Daedalus oder einfach Basis. Dann kommt auch noch ein Favorit von mir, Singularity. Space Alpaca hatten wir noch, Salty Tuna, Alpenland oder Alpenföhn. Es war mir so klar, dass da wieder einige Wortspiele kommen. Destiny hatten wir ein paar Mal, Lewis und Clark hatten wir, Fass ohne Boden, also das sind viele Film- oder Serienreferenzen natürlich dabei. Schluckspecht, auch nicht verkehrt, warum wohl? Dindostramus, auch nicht verkehrt. Atropaia, das kann ich jetzt kaum aussprechen. Ktonia, weiß ich nicht. Perseus und Cortez. Und es gibt noch einen Namen, da musste ich sehr laut lachen, als ich das gelesen habe. Das ist eine kleine Referenz zu King of Queens. Und am liebsten würde ich ihn auch echt so nennen, wenn es nicht so ultra auf einer anderen Art und Weise sehr, sehr lustig wäre. Aber da habe ich mich wirklich gefreut. Und zwar Duck und Carrier. Muss man ein bisschen sacken lassen, aber ich finde den echt gut. Jedenfalls, von all den Namen habe ich mir jetzt den Namen Singularity rausgesucht. Finde ich echt schön, hat mir auf Anhieb, dachte ich, ja, doch, passt. Habe ich einfach gedacht, das passt. Auch viele andere davon, die ich jetzt vorgelesen habe, sind echt schön. Aber wir nennen den einfach mal Singularity. So, dann kaufen wir den. Und wisst ihr was? Pass mal auf, bevor wir jetzt landen. Kann ich schon was einholen? Ja. Ich dachte ja nämlich, in unserem Sonnensystem, dass da alles voll mit Carrier ist. Habe ich mir das angeguckt? Und dann stand da zumindest, als ich geguckt habe, nicht ein einziger in unserem Sonnensystem rum. Keiner. Ah, hört ihr das? So, haben wir wieder Krankenwagen bei mir hier unterwegs. Ja, hier steht nicht ein Carrier rum. Warum? Ernsthaft? Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier alles vollgeballert ist mit irgendwelchen Carriern. Ja, dem ist aber nicht so. Naja, auf jeden Fall. Weiß ich noch nicht, wo ich den parken werde. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal kaufen den jetzt, statten den aus, rüsten den um mit dem Kit, was ich da gekauft habe, mit der Farbe, mit der Lackierung. Und dann landen wir natürlich mal drauf. Und dann, ja, ob wir direkt noch irgendwo hinspringen, glaube ich nicht heute. Ich muss mir mal noch ein System hier in der Nähe raussuchen, wo ich gut ein bisschen Tritium selber abbauen kann. Ich würde nämlich gerne die erste Füllung mit Tritium selber abgeben, beziehungsweise einlagern und das nicht unbedingt irgendwo kaufen wollen. Deswegen würde ich den ersten Sprung mit dem Carrier an irgendeinen Eisring, irgendeinen Gasriesen hinbegeben, dass ich es dann da nicht so weit habe, wenn ich da mal ein bisschen Tritium einsammeln möchte. Denn das könnte, oder das wird auch relativ teuer, wenn man das kauft. Da kostet die Tonne knapp 40.000. Wenn du den Carrier voll machst, dann sind da schon mal viele, viele Millionen weg. Aber, ja. So. Okay, wo war das? Bei Kontakten. Genau, Carrier-Verkäufer. Da ist das Teil. 5 Milliarden. Und hier hätten wir auch nochmal das Handbuch zu. Das hatte ich mir schon komplett durchgelesen. Auch schön. Werde ich mir sicher nochmal reinschauen müssen. Und da steht so gut wie alles erklärt. Und dann würde ich sagen. Oh ja. Carrier-Name. Genau. Passt. Wie viele Zeichen könnte man denn? Naja. Kann man den eigentlich nochmal. Ah ja, der Carrier-Name kann jederzeit angepasst werden. Ah ja, okay. Das wusste ich gar nicht. Carrier-ID. Singularity. Kaufen wir das Teil. Ach, guck mal. Das ist aber nett gemacht. Ausgezeichnet, Kommandant. Im Namen der Brewer Corporation möchten wir Ihnen herzlich gratulieren. Sie sind nun stolzer Besitzer eines Carriers der Drake-Klasse. Standort mit Nahas. Was? Ah, okay. Wieso kann ich denn da keine Route hinplanen?
jetzt geht's. Okay. Gut, dann alles andere müssten wir, ich nehme direkt noch ein, müssten wir dann wahrscheinlich vor Ort machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch das ganze Geld, aber es wurde jetzt dann auch aktualisiert. Dann würde ich sagen, fliegen wir da mal hin. Und ich hoffe, den haben sie nicht so weit weggeparkt. Vielleicht direkt an Hauptstern dran oder so. Okay. Mit dieser Nachricht bestätigen wir, dass ihr Konto mit insgesamt 5 Milliarden Credits belastet wurde. Als Teil dieser Investition wurde unser Crew-Agentur-Partner Pathfinder Solutions benachrichtigt. Ihre Carrier-Crew wird in Kürze eintreffen, rechtzeitig zum Jungfernflug vom System mit Nahas aus. Meine Güte. So, schön. Ja. Ah, guck mal. Hätte ich jetzt auch hier unten nochmal, hätte er mir wahrscheinlich direkt gezeigt, wo der rumsteht. Sehr gut. Cool. Genau, warum ich in der ASP sitze. Die hatte ich genommen, damit ich, die hatte ich mir runtergeschickt nach Taigeta oder runtergeliefern lassen, weil die natürlich eine viel höhere Sprungreichweite hat als die Cutter und so weiter. Die stehen da unten noch rum. Ja. Falls ihr mich jetzt fragen wollt, wo man aktuell denn wieder ganz gutes Geld machen kann. Keine Ahnung. Es gibt AB-Handelsrouten, wo man dann mit einmal hin und her springen auch so um die 12, 13 Millionen Credits machen kann. Vorausgesetzt, der Frachtraum ist dementsprechend groß, ich sag mal so ab 600 Tonnen. Es gibt da Handelsrouten, müsst ihr auch mal bei eddb.io schauen, dass man oder ja, dass man da auch nicht weit springen muss. Maximal so einen Sprung, vielleicht so um die 16 bis 20 Lichtjahre. Und dann gibt es für die Tonne Fracht bis zu 21.000, 22.000 Credits manchmal. Und je nach Frachtraum bringt es dann natürlich auch einiges. Ne? Du hast so einen 600 Tonnen Frachtraum, hast halt deine 12 Millionen beim Hin- und Herfliegen. So, wo ist er denn? Ist er das? Nee. Ist er das? Nee. Hier muss er doch irgendwo sein. Da. Yay. 8 Lichtsekunden bloß. Ah, schön. Der hat ja jetzt schon im Frachtraum standardmäßig ein bisschen Tritium gelagert, ne? So wie ich das mitbekommen habe. So, jetzt habt ihr noch einen Carrier mehr auf der Systemkarte alle. Kann man wirklich nur hoffen, dass bald die Filter kommen, dass man die hier ausschalten kann. Die nicht zu einem gehören oder die man irgendwo anfliegen kann oder wie auch immer. Aber ein Filter muss her. Es wird nicht weniger. Ich weiß gar nicht, die Carrier sind natürlich auch übergreifend. Ja, stimmt, die sind ja auch über die anderen Systeme, über die Xbox und PS-Systeme, PlayStation, dass du, das war ja auch bei der Expedition so. Da ist er. Noch nicht umgebaut, so wie ich ihn gern hätte. Ich hoffe, dass wir das jetzt gleich machen können. Brauche ich eigentlich, ich als Chef, eine eigene Landeerlaubnis? Unfassbar. Unfassbar. Nackt. Ja, so ein Kram wie jetzt irgendwie eine andere Antriebsfarbe oder so ein Gedöns habe ich mir nicht gekauft, weil, weiß ich nicht, das sehe ich selten. Ich finde es immer schön bei anderen, gerade wenn dann so ein Event ist und die anderen haben immer alle schöne Farben an Antrieben. Sieht ja auch toll aus, aber ich für mich selber finde das bisher als relativ, ja. Vielleicht mal, wenn mir nichts mehr einfällt, was ich noch kaufen könnte für die Schiffe und alles andere schon habe, aber aktuell erstmal nicht. So, Carrier-Dienste, jawohl. Und jetzt kann ich meinen eigenen doch. Carrier-Management. So. Ich habe das damals mal in der Beta gemacht, aber das ist auch schon wieder so lange her. Da könnten wir springen. Tritium 500. Mhm. Wöchentliche Unterhaltskosten. Du kannst einen Prozentteil deines Carriers-Kontostandes für die wöchentlichen Unterhaltskosten reservieren. Okay, da müssten wir ein bisschen was einzahlen. Ich würde direkt mal noch ein bisschen was einzahlen. 1,7 Milliarden haben wir noch.
Frontier, überlegt euch doch mal, ob ich hier nicht irgendwie eine Tastatureingabe machen kann. Geht das hier? Ach so. Ja, sorry. Schon okay. So. Direkt eine Milliarde draufhauen? Ich könnte sie auch wieder abheben, von daher. Oder wisst ihr was? Haben wir direkt 1,5 Milliarden drauf. Da habe ich noch 200 Millionen. Was passiert denn? Ich verstehe es nicht so. Ach so, da würde jetzt praktisch 100% des wöchentlichen Unterhalts von dem Kontostand nehmen, was einfach auf dem Carrier ist. Und wenn ich sage, der soll plus 50% nehmen. Und nimmt er dann die anderen 2,5 Millionen her? Ach so. Ah, verstehe. Okay. Nee, okay, das ist anders gedacht oder anders gemeint, als ich es gerade gedacht habe. Okay. Wenn ich sage, der soll plus 50% nehmen, dann nutzt er plus 750 Millionen für die Upkeep-Kosten. Und wenn die leer sind, dann ist halt vorbei. Ja, nee, nimm ruhig. Mach ruhig. Ist ja genug drauf jetzt. Okay. Gut, dann hätten wir das. Warenhandel. Da muss ich mich auch nochmal reinlesen. Ja. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, wie das da manche handhaben. Carrier-Dienste. So. Die sind standardmäßig installiert. Tritium-Depot, Warenhandel, Brückencrew. Auf Tankstation. Ach, ich bin so doof. Moment, wir müssten nochmal was abheben. Vielleicht doch nochmal. Warum? Wieso ist die höchste Summe? Ach so. Deswegen wahrscheinlich. Ah ja, okay, jetzt geht's. Gut, gut zu wissen. Ich müsste doch noch mal eine Milliarde abheben. Dass wir da noch ein bisschen was einbauen können, wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr. Werden wir gleich sehen. So, die Auftankstation, die hätte ich nämlich auf jeden Fall gerne. Reparaturcrews 50 Millionen mehr. Es gibt die Commanders Toolbox, die kann ich bisher nicht, die verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr genau sehen, was wie viel Frachtraum wegnimmt, was wie viel allgemein kostet, wenn man das jetzt hier kauft oder was das dann noch an wöchentlichen Unterhaltskosten hat. Waffenkammer. Ja, Auffüllen von Waffen- und Fahrzeughangars. Braucht man wahrscheinlich, selbst wenn man nur Abbau irgendwo machen will, dass man dann sagt, man stellt den Carrier dort an einem Abbaustandort hin. Und gut, kann man natürlich auch machen, wenn man irgendwo Piraten jagt. Halt für die Drohnen, dachte ich jetzt, für die Sammeldrohnen. Waffenkammer. Das Einlösebüro. Die Werft auf jeden Fall, die kostet 250 Millionen. Francesco Espinosa. Cool. Ja, doch, Waffenkammer, komm, brauchen wir. Ausstattung. Gestattet halt den Handel mit Modulen und Ausrüstung, also Ausrüstung von Modulen. Nö, erstmal nicht. Sicherheitswarnlager. Gestohlene Güter, nö, brauche ich jetzt auch nicht. 150 Millionen, wie viel haben wir denn noch? Ach, das wurde jetzt vom Carrier-Kontostand schon bezahlt, oder was? Ja, ich verstehe es gerade noch nicht genau. Okay. Okay, die haben das Geld jetzt tatsächlich schon vom Carrier genommen. Naja, gut, wusste ich jetzt nicht. Dachte, ich brauche das so. Dann zahlen wir noch mal ein bisschen was ein. Was kostet das noch? Das letzte? Wobei, brauche ich das? Ja, ich möchte es einfach haben. 150 Mille ist jetzt auch nicht so.
so krass viel. 120 Einheiten an Fracht gehen verloren, beziehungsweise sind dafür erforderlich. 150 Millionen kostet das. Okay. Dann. Passt. Okay. Wöchentliche Unterhalt 5,9 Millionen. Noch 915 Millionen auf dem Konto. Das reicht eine ganze Weile. Und da kann man ja dann immer wieder was einzahlen. Es gibt ja Leute, die haben für Jahr, über Jahre hinweg die Upkeep-Kosten, also die Unterhaltskosten schon auf dem Carrier eingelagert. Man kann auch irgendwie die Carrier sich drehen. Das ist wohl dieselbe Steuerung, die dann auch für diese Hangar-Steuerung oder so benutzt wird. Das hatte ich versucht neulich mal einzustellen bei mir, da gab es aber ein paar Probleme. Da muss ich mich irgendwann anders nochmal ranmachen. Da hätten wir jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen rumdrehen können. Macht aber nichts. Können wir uns ja auch so von außen anschauen. So, was ist das hier? Was? Werftbestand? Ach so. Könnte ich jetzt Schiffe kaufen? Die dann von anderen hier gekauft werden könnten, oder was? Lackiererei, da gehen wir jetzt erstmal rein. Da ist sie im schönen Weiß. Kelvin. Ja, von mir aus. Carrier-Aufbau. Da haben wir den schönen Hammer-Hellkopf. Ja. Das hier finde ich auch nicht so verkehrt. Aber wir nehmen einfach mal den. Ah ja, hier unten könnte man auch den Namen nochmal ändern. Das Namensschild. So. Steht da auch was drauf. Da auf der Seite war das gerade zu sehen. Was ist das hier noch mit den Einstellungen? Andockzugang. Staffel, Freunde. Staffel und Freunde. Ja. Muss ja sonst nicht jeder her, ne? Nee, die dürfen nicht landen. Also wenn ihr Dreck am Stecken habt, nehmt Abstand. Aktuelle Aktivität. Standard. Können wir ausrangieren? Nein. Auf keinen Fall. Gut. Dann, ja, ich glaube Schattenhandel. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Einlösebüro bräuchte ich ja jetzt auch nicht unbedingt. Werft, da könnte ich meine Schiffe hier transferieren. Cool. Dann haben wir ihn endlich. Auch ausgestattet. Umgebaut und lackiert. Schön, ich freue mich. Und dann geht's mit. Moment. Als nächstes zu irgendeinem Abbaustandort, wo ich ein bisschen Tritium mal abbauen möchte. Ich weiß, das ist nicht so geil, weil das schon eine Weile dauert und an vielen Standorten auch nicht so viel bei rumkommt. Aber ja, ich möchte einfach mal machen, dass wir da ein bisschen was auffüllen. Ein paar hundert Tonnen vielleicht. Mal schauen, wie es läuft. Gut, dann, wer noch Tipps zu den ganzen Carrier-Sachen hat, einfach in die Kommentare damit. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, heute am 10., genau, wenn das Video kommt, soll natürlich nicht nur Cyberpunk heute rauskommen, sondern Frontier dachte sich auch, komm, am Release vom Cyberpunk-Spiel hauen wir auch was raus, was dann wahrscheinlich keinen interessieren wird an dem Tag oder bei allen Seiten untergehen wird. Die wollen heute nochmal irgendwas raushauen zu Odyssey. Also ich weiß auch nicht was genau, sind wir mal gespannt. Ich hoffe ein bisschen mehr Gameplay und noch ein paar mehr Informationen, das wäre ganz cool. Wenn es genug ist, dann mache ich dazu nochmal ein Einzelvideo, ein Extra-Video. Wenn das bloß so ein paar kleine Informationshäppchen sind, dann bequatschen wir das einfach im nächsten Video. Das war's von mir, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.